Jetzt freue ich mich, Thomas Hulke ankündigen zu können. Er war schon oft auf der Vosges zu Gast und heute erzählt er uns über das Dateiformat FlatMap zum Speichern von OpenStreetMap-Daten. Thomas, the floor is yours. Hallo Marburg, hallo Geo-Community. Ich bin Thomas Hulker, freiberuflicher Softwareentwickler aus Wien, OpenStreetMap-Enthusiast, Mitglied im österreichischen OpenStreetMap-Verein und Gründer des Wiener Geo-Meetup, wo wir uns über dieselben Themen unterhalten wie auf der Vosges und auch über die Vosges berichten. Als ich vor vielen Jahren begann, OSM-Daten zu verarbeiten, war das XML-Format ein schöner Einstieg. Ich wollte die Grenzen aller Länder der Welt herausrechnen, dazu habe ich die Planet-Daten benötigt. XML wird da zu groß, also habe ich das Planet-PBF-File geholt. PBF ist ein kompaktes Binärformat, gut um Planet-Daten oder Geofabrik-Extrakte im Internet zu übertragen. Arbeiten kann man damit aber nicht direkt, denn ein schneller Zugriff auf die Elemente per ID ist nicht möglich. Für eine Suche per ID muss immer iteriert werden. Das schnellste Tool Osmium benötigt für das Holen dieser Relation fast 3 Minuten. Insgesamt haben die Cores hier fast 9 Minuten lang gesucht. Das ist dieselbe Zeit, die wir brauchen, um nach einem Tag zu suchen. In beiden Fällen wird iteriert. Für die Tag-Suche ist iterieren okay. Die Suche per ID sollte aber weder Minuten noch Sekunden dauern. Denn der heilige Gral der Computer Science, die binäre Suche in sortierten Daten, erlaubt uns 1 Milliarde Elemente in 30 Schritten zu durchsuchen. Das ist 36 Millionen Mal schneller als die lineare Suche. Aus den Minuten von zuvor würden dann Mikrosekunden. Vor vielen Jahren habe ich ein Dateiformat definiert, das mir diesen effizienten Zugriff per ID erlaubt und das mir einen Datenbankimport bis heute erspart hat. Ich stelle euch das Format vor und zeige, wie ich damit arbeite. Das Format heißt FlatMap, die Dateierweiterung FM. Klingt nach Radio. Dieses Format erlaubt effizienten Zugriff per ID, also Random Access. Es ist einfach, performant, kompakt und zukunftssicher im Hinblick auf die IDs. Kompakt, es ist kaum 10% größer als ein PBF-File, das ja intern komprimiert ist. Wenn wir ein FM-File komprimieren, kommen wir ganz locker auf 75% der Größe einer PBF-Datei. FlatMap speichert ganz traditionell die Nodes-Base-Relations in 3 Sections hintereinander. Diese sind jetzt aber immer nach ID sortiert, die Elemente in diesen Sections. Am liebsten würden wir die Elemente in Arrays halten, das geht aber nicht, da die unterschiedliche Größe haben. Ich habe im Laufe der Jahre unterschiedliche Datenstrukturen verwendet, Skip-Lists, Radix-Trees in Kombination miteinander. Jetzt bin ich bei einem B-Tree gelandet. Dieser B-Tree hat eine Root-Node, die hat sehr viele Kinder, Millionen von Kindern bei uns. In jedem dieser Leaf-Nodes sind 128 Elemente drinnen. Früher waren es mal 256, jetzt sind 128. Und zu diesen B-Trees gibt es eine Fülle von Implementierungstricks und Techniken. Eine davon ist Common Prefix Compression. Das heißt für uns, dass wir in jedem Leaf-Node nur die erste ID speichern und dann innerhalb dieser Leaf-Node nur noch die Offsets zu dieser ersten ID. Unser File sieht also so aus. In den Sections haben wir Blöcke von jeweils 128 Elementen, also diese Leaf-Nodes. Dahinter setzen wir die Block-Tabellen, das sind dann die Root-Nodes. Das ist jeweils ein Array, das für jeden Block die erste ID und die File-Position enthält, also die Position im File, wo dieser Block ist. Dahinter schreiben wir eine globale String-Tabelle und davor einen Header, der auf Block-Tabellen und String-Tabelle verweist. Die Block-Tabellen sind ganz einfach, 2x8 Byte für die erste Node-ID und die Block-Position. Spannender wird es im Block. Die First-ID haben wir schon in der Block-Tabelle. Die speichern wir in dem Block jetzt nicht noch einmal. Hier speichern wir nur noch die Local-IDs, das ist also der Offset zu dieser First-ID. Und die erste Local-ID ist also immer 0. Und den Datentyp für dieses Local-ID-Array passen wir für jeden Block so an, dass er der kleinstmögliche Datentyp ist. Hier würden wir zum Beispiel einen 2-Byte-Datentyp brauchen. Einschließlich der Blocktabellen benötigen wir so weniger als 2 Byte für die IDs. Schauen wir uns den Node-Block an. Alle Blöcke gliedern sich in 3 Segmente. Header, Arrays, Streams. Der Header hat fixe Größe, er enthält die Anzahl der Elemente in dem Block und die Größe der Array-Datentypen. Local IDs haben wir schon besprochen. Long-Lat ist ein Array mit 8 Byte großen Long-Lat-Werten. Gibt es nur bei den Nodes.
Bei den Streams haben wir hier den Tag-Stream, der enthält die Key-Values aller Elemente als 7-Bit-kodierte String-IDs. Und das Tag-Sizes-Array enthält die Länge des Stream-Abschnitts für die jeweilige Node. Im Waze-Block kommt der Node-Stream dazu. Dazu haben wir wieder das Node-Size-Array und den Datentyp dazu. Die Tag-Stream-Size erlaubt es uns, den Tag-Stream zu überspringen, wenn wir direkt zu den Nodes wollen. Der Inhalt dieses Node-Streams ist das wirklich Spannende hier. Dieser beinhaltet nämlich nicht nur die IDs, sondern auch die Locations. Wir speichern hier für die erste Node-ID 5 Byte und für die erste Longlat 8 Byte und danach geht es Delta var in Zickzack encoded weiter. Locations on Waze. Das ist der kernigste Punkt in unserem OSM-Lab, wo wir die Weiterentwicklung des OSM-Datenmodells diskutieren. Das wird aber auch schon praktiziert. Schon 2016 hat Jochen zum Beispiel die Add Locations to Waze-Funktion in Osmium vorgestellt. Worum geht's? Aus Entwicklersicht schmerzt uns, dass die Waze keine Locations haben und dazu die Nodes referenzieren müssen. Das ist teuer, 8 Byte für die Referenz, 8 Byte für die ID. Also tauschen wir die 8 Byte große Referenz gegen einen ebenso großen Longlat-Wert und löschen 98% unserer riesigen Nodes-Tabelle. Die Rechnung stimmt aber so nicht immer. Aktuell brauchen wir keine 64, sondern nur 34 Bit für die maximale Node-ID. In FlatMap brauchen wir 1,3 Byte für die ID, 2,15 Byte für die Referenz im Durchschnitt. Für die Longlat-Werte umgekehrt brauchen wir auch keine 8, sondern nur 4. Dieser Kompaktheitsgewinn ist also insgesamt nicht mehr so groß, vor allem dann, wenn wir diese Node-ID-Referenzen behalten wollen. Wir würden die sehr gerne weglassen und nur die Longlats hier speichern. Das File würde 25% kleiner, aber es wäre dann ein Informationsverlust. Wenn wir sie behalten, sind wir verlustfrei, das heißt, sämtliche Information bleibt erhalten. Die Node-IDs in den Waze haben ja jetzt nur noch geringe Bedeutung. Wir haben das in diesem OSM-Lab und auf den Konferenzen diskutiert. Das OSM-Datenmodell hat die Node-IDs und sie haben eine gewisse Bedeutung. Das Location-on-Waze-Design kann dieses OSM-Datenmodell aber als Schnittstelle bedienen, solange wir nur die Node-IDs behalten. Das OSM-Datenmodell ist dann bedienbar und die wichtigsten Funktionen werden auch einfacher und schneller. Zum Beispiel gib mir die Locations für einen Weg. In diesem Sinne ist in FlatMap, dass das OSM-Datenmodell bereitstellen will und verlustfreies Format sein will, werden die Locations on Waze aufgelöst, die Node-IDs bleiben aber erhalten. Die referenzierten taglosen Nodes werden dann entfernt aus der Nodes-Section, außer sie sind auch in Relationen referenziert. Ich bedanke mich da beim Team Osmium für die Verfeinerung des AddLocationsToWaze-Funktion um das KeepMemberNodes-Flag, das genau das sicherstellt. Das File wird durch dieses Location-on-Waze-Design kompakter, vermutlich wegen der glücklicheren Sortierung der Longlats im File. Und ein sehr netter Nebeneffekt ist, dass bei einer iterativen Suche durchs Planet-File nun nicht mehr 8 Milliarden, sondern nur noch 200 Millionen Nodes durchsucht werden müssen. Wir finden also viel schneller Bäume, Parkbänke und Schnapsläden. Wie verteilen sich die Bytes in unserem FlatMap-File? Insgesamt sehen wir hier ein Planet-File mit 68,8 Milliarden Byte, wobei hier die String-Tabelle nicht enthalten ist, die hat ungefähr 2 GB noch. Ungefähr 12% brauchen unsere Tags, wobei wir 1,21 Byte pro Key und 1,98 Byte pro Value brauchen, den wir speichern. Das sind 7-Bit kodierte String-IDs. Die Strings sind sortiert nach Häufigkeit, sodass die häufigsten die kleinsten Werte brauchen. Auffallend sind hier Long-Lat-Werte, wobei das hier die Delta-kodierten zweiten bis letzten Nodes sind. Da kommen wir auf 1,93, 1,97 Byte pro Wert. Den ersten Long-Lat-Wert in einem Weg schreiben wir mit 2x4 Byte. Das ergibt dann, das macht dann 10% der Datei aus. Das heißt, diese Locations hier zusammen machen 55% der Datei aus. Bei den IDs schreiben wir die erste mit 5 Byte, das sind 6%. Und die weiteren Delta-Kodierten, wo wir 1,58 pro ID brauchen, sind 18%. Das heißt, diese IDs brauchen ein Viertel der Datei, sind die Node-IDs, die wir sehr oft nicht mehr brauchen.
Insgesamt sind Locations und IDs zusammen 80% der Datei. Wenn wir jetzt noch die Tags dazu rechnen, sind das 91% Datei. Der Rest sind eben noch 2% für die Locations in den getaggten Nodes, beziehungsweise Nodes, die wir behalten. Ja, sonst die IDs fallen gar nicht mehr auf. Wir schreiben, meistens kommen wir bei den Local IDs mit 1-Byte-Werten aus. Hin und wieder brauchen wir auch 2-Byte, selten 4-Byte, 8-Byte brauchen wir nie. Und das bedeutet dann, dass wir 1,31 Byte für die IDs brauchen. Fairerweise müssen wir aber die Node-IDs oben auch noch mitberechnen, weil unsere Nodes sind ja in die Ways reingewandert. Dann kommen wir insgesamt betrachtet auf 1,84 Byte pro ID. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich mit einer FlatMap-Datei arbeite und mir die Daten daraus hole. Dazu verwende ich die moderne Programmiersprache F-Sharp. F-Sharp gives you the simplicity and succinctness like Python with correctness, robustness and performance beyond C-Sharp Java. Also es ist schnell kompiliert und ist Open Source, Cross-Plattform und frei verfügbar auf allen Plattformen. Hier rechts habe ich meine F-Sharp Interaktiv-Umgebung, hier links ein Skript, von dem ich die Statements nach rechts rüberschicken werde. Ich lade mir zunächst eine Zugriffsbibliothek, die mir Zugriff auf das FlatMap-File gibt. Ich öffne Namespaces, aktiviere die Timing-Funktion. So, und ich öffne jetzt das FlatMap-File. Das dauert 7 Millisekunden. Also dieses FlatMap-Objekt gibt mir jetzt 3 Get-Funktionen, Get-Node, Get-Rail, Get-Way und auf der anderen Seite 3 Kollektionen, Nodes, Rails, Ways, wo ich die komplett durchiterieren kann. Holen wir uns einmal zum Aufwärmen die Node 1. Die ist wichtig, kommt immer wieder zum OSM-Quiz oder zur Foskis Jeopardy. Allein diese Frequenz hier kann 700 Punkte bringen. Gut merken. Holen wir uns eine Relation, die Relation, auf die wir 9 Minuten gewartet haben. Das geht recht flott. Holen wir die einmal 1 Million Mal. Dann dauert das 1,087 Sekunden. Das bedeutet, in 1,087 Mikrosekunden holen wir uns eine Relation. Jetzt holen wir uns die Relation Marburg. Das ist eine, hier ist sie. Diese Find Rel by Name Funktion ist eine kleine Funktion, die habe ich hier dazu geschrieben in meinem Skript. Die sucht die Relation per Tag. Und hier werden die String IDs geholt und danach wird hier iteriert über diese All Rails Collection. Okay, wir haben Marburg. Wir sehen hier die ersten 10 Members. Schauen wir uns einmal alle Members an. Alle Rollouter Type V. Da könnten wir uns doch bald einmal die Border davon zusammenbauen. Holen wir uns einmal die Ways. Für jedes Member hole ich mir den Way, fmgetway, und gebe das Ganze dann in eine Liste. So, hier haben wir die Ways von Marburg. So, und jetzt, um das zu einer Grenze zu machen, müssen die Wege aneinander anschließen. Dazu wollen wir uns einmal die erste und letzte Node von jedem Weg anschauen. Obwohl F-Sharp eine kompilierte Sprache ist, erlaubt es mir Dinge, die man von Scripting-Sprachen kennt. Zum Beispiel kann ich auf die Way-Elemente jetzt Properties dazugeben, First und Last, die jeweils die erste und letzte Node-ID mir liefern. Das gebe ich so drauf, der Compiler kennt sich aus. Der tut jetzt so, als ob die Way-Objekte diese First und Last Properties hätten. So, wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, jeden Way mappen wir auf dessen ID, First und Last. Schauen wir uns das einmal an, dann sieht das so aus. Das ist die Way-ID, erster Knoten, letzter Knoten. Dieser Knoten ist bereits, schließt schön an diesen Weg an. Dieser Weg hat als letzten Punkt denselben Punkt wie der als Anfangspunkt. Das geht sich alles schön aus, bis hier die Wege verdreht sind. Das heißt, diesen Weg müssen wir umdrehen. Dasselbe trifft dann auf diesen zu. Und wenn wir uns die Boundary zusammenbauen wollen, müssen wir diese Wege in die richtige Richtung drehen. Dazu habe ich eine kleine 10-zellige Funktion geschrieben. Da stellen wir eine Boundary-Liste, die gerichtete Wege beinhaltet. Das heißt, wir nehmen immer einen Way in einem Tupel und geben einen Flag dazu, das uns sagt, ob der nach vorwärts oder nach rückwärts gerichtet ist. Wir beginnen die Boundary mit dem ersten Weg nach vorwärts gerichtet und addieren dann die anderen und stellen sie richtig. Wenn wir das aufrufen, bekommen wir zurück eine Liste von gerichteten Wege, Way Boolean Tuples, und sehen, dass diese zwei hier umgedreht wurden.
Jetzt schreiben wir uns nur noch eine Funktion, die uns für so einen gerichteten Weg die Nodes in der richtigen Reihenfolge gibt. Wenn der Weg vorwärts ist, dann lassen wir uns die Nodes zurückgeben, andernfalls nehmen wir die Nodes und drehen sie um. Das Ganze geben wir dann in eine Liste. Und wenn wir jetzt unsere Boundary, also diese gerichtete Wegkollektion nehmen und das zusammensammeln, dann die Nodes, die wir halten, noch auf die Longitude-Latitude mappen, haben wir hier die Grenze von Marburg. Okay. Das war jetzt ein Beispiel, wo wir gesehen haben, wie praktisch es ist, dass wir unsere Node-IDs haben. Wenn wir irgendeinen dieser Nodes auf der Karte sehen wollen, können wir auf die Slippy-Map gehen und die Node-ID einfach eintragen. Würden wir die Node-IDs entfernen, dann könnten wir uns schon aus Longitude, Latitude so eine Art Pseudo-ID zusammenbauen. Das würde dann so ausschauen. Also unsere Long-Lat-Werte, die wir in den Nodes haben, bauen wir zu einem Integer zusammen, ich mache es jetzt ganz schnell, und geben dann auf unseren Way eine Funktion First Draw, Last Draw, das wären dann solche Pseudo-IDs. Das würde dann so ausschauen. Und natürlich kann man auch so arbeiten, aber es ist schon sehr unangenehm, weil die Werte sind sehr groß, sie sind alle sehr ähnlich, weil die Punkte ja sehr nah aneinander liegen. Also aus Entwicklersicht begrüße ich das schon sehr, dass ich die Node-IDs noch zur Verfügung habe. So. Nun haben wir ja die ganze Planets-Datei zur Verfügung, also können wir uns auch die Countries holen. Wir filtern die Relationen nach Admin-Level 2 und holen uns eine Liste der Länder. Das wird ein bisschen dauern, wir schauen dann einmal nach, wie viel wir bekommen haben. Diese Countries mappen wir, wir haben 391 Werte jetzt bekommen. Wir schauen uns einmal an, ich habe da auch so eine Zusatz-Property-Name definiert, der sucht sich das erstbeste Tag mit dem Key-Name raus. Und gibt dann den Wert davon zurück. Wir schauen uns für diese Countries jetzt jeweils den Namen an. Das sind die Namen unserer Countries. Jetzt noch eine kleine Datenanalyse. Für jedes Land holen wir dessen Members, filtern die Way-Members raus, holen für diesen Way das Way-Objekt, sammeln von diesen Way-Objekten die Nodes zusammen, also die Node-IDs, geben das in eine Liste. So, und dann schauen wir uns an, so haben wir schon, das sind dann, ist noch nicht fertig, sollte dann gleich fertig sein. Da erhalten wir 7 Millionen Nodes. Jetzt schauen wir uns an, wenn wir die doppelten rausnehmen, List Distinct, wie viele sind das? Sind 4 Millionen ungefähr. Das macht viel Sinn, weil die meisten Punkte sind ja zweimal zwischen den Ländern. Könnte man davon ausgehen, dass die anderen Nodes jetzt eigentlich Coastlines sein müssten. Also so sieht Datenanalyse mit F-Sharp aus und einem Flatmap-File. Der Datenzugriff, den merkt man gar nicht. Die Daten sind einfach vorhanden und wenn man sie aufruft, hat man sie relativ sofort. Das Iterieren dauert hier mit dieser trivialen Zugriffs-API schon noch ein bisschen länger. Da kann man aber noch sehr, sehr viel beschleunigen. Also ein Faktor von 10 bis 500 ist da noch möglich. Gut, also ich kann allen empfehlen, schaut euch F-Sharp mal an. Natürlich fehlen noch ein bisschen die Libraries, um auf OSM-Daten zuzugreifen. Ich mache schon sehr viel damit. Also wenn da Interesse ist, können wir ja da gern mehr noch gemeinsam entwickeln. Mit Flatmap haben wir den Zugriff auf die Nodes Race Relations per ID von 528 Sekunden auf eine Mikrosekunde heruntergebracht. Das ist eine Beschleunigung von einer halben Milliarde Mal. Die Iteration ist auch schneller geworden. Wie viel schneller kann ich jetzt nicht so genau quantifizieren. F-Sharp für die OpenStreetMap-Datenanalyse und Verarbeitung kann ich sehr empfehlen. Flatmap kann Ersatz für das PBF-Format sein. Gezippt ist es kleiner. Wenn man es entpackt, ist es eine Spur größer. Es entfällt dieses Nodemap- und Memory-Problem. Was ich noch tun möchte, die Metadaten und die Boundingboxen möchte ich noch dazu nehmen. Einen Backlog gibt es natürlich auch. Das Format findet ihr in diesem Repository. Wenn euch dieses Format und dessen Weiterentwicklung interessiert, gebt bitte einen Stern auf das Repository oder schreibt ins Wiki oder in die Discussions eure Überlegungen dazu. Wenn ihr Dateikonverter, Zugriffsbibliotheken wollt, fertige Files, File-Service, gebt Bescheid. Wenn ihr OpenStreetMap-Daten mit F-Sharp analysieren wollt, dann könnt ihr euch hier mal die Skripte anschauen. Das ist leider nur zum Lesen hier, weil ich diese Zugriffsbibliothek noch nicht Open Source habe. Auch hier bitte gerne Stern, Wiki, Discussions
Wollt ihr mehr darüber erfahren? Soll ich Ihnen, kann auch einfach einen Blog darüber schreiben? Mehr Open Source Tools für OSM und F-Sharp. Ja, ihr erreicht mich unter dieser E-Mail-Adresse. Ich habe zwei Twitter-Handles, Vienna Geo, das ist das Fachtreffen. Snoop ist mein persönlicher Account, wo ich noch nicht sehr aktiv bin, kann sich aber jederzeit ändern. Ja, und damit übergebe ich das Wort an euch, falls ihr noch Fragen habt. Grüße aus Wien. Ja, lieber Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen schönen Vortrag, der, ich sehe auch an Chat und an den Fragen, dass er sehr großes Interesse findet. Und ich steige gleich mal in die Fragen ein. Also die Frage, die offensichtlich am meisten Interesse findet, gibt es schon Client-Libraries, zum Beispiel in C++ oder Python? Freut mich sehr, diese Frage, das bekundet ein Interesse in dem Dateiformat. Ich würde eine Referenzimplementierung Open Source entwickeln. Die wäre in C-Sharp, F-Sharp und freue mich, wenn es dann andere Leute aus der Community gibt, die ich sehr gerne bei der Implementierung von C++, Python unterstützen würde. Die nächste Frage. Wie lange dauert die Konvertierung eines Planet-PBF in eines Planet-PBF in eine Flatweb-Datei? Das ist ja auch eine sehr schöne Frage. Also ich bedanke mich hier noch einmal beim Team Osmium. Ich erstelle zuerst aus der PBF-Datei eine PBF-Datei mit den Locations on Base. Das mache ich mit Osmium. Und es sind mehr die Schmerzen des PBF-Formats, die da zum Tragen kommen. Es dauert im Bereich von 1 bis 2 bis 3 Stunden, weil ich eben diesen Zwischenschritt habe. Das könnte man natürlich dramatisch beschleunigen. Also würde man das optimal hinkriegen, würde das wahrscheinlich im Bereich von 1 Stunde oder so sein. Vielleicht beantworte ich gleich mit die Frage nach den inkrementellen Updates. Das ist angedacht. Also das ist natürlich etwas, was das PBF-Format gar nicht kann und ich sehe das eher so als effizientere Alternative zum PBF. Aber ich denke in den letzten Tagen auch mehr in Richtung, dass das quasi ein datenbankartiges Format ist. Wir haben ja eine B-Tree-Datenstruktur, da könnte man auch noch mehrere Layers einfügen. Also inkrementelle Updates sind auch angedacht, könnte man leicht hinzufügen. Vielen Dank. Gibt es etwas Ähnliches für einen effizienten räumlichen Zugriff? Auch schöne Frage. Es ist so, wir haben traditionell im PBF-Format und ich glaube auch im XML-Format pro Block diese Bounding Box. Das ist quasi ein zufallsräumlicher Index. Das würde ich gerne mal dazu probieren, habe ich bis jetzt, ich verwende das ja schon seit Jahren, so dieses Format. Ich habe das noch nie probiert, aber das könnte durchaus, so eine Zufallsdatenstruktur kann durchaus großen Nutzen stiften. Das möchte ich mal ausprobieren. Ansonsten könnte ich da jetzt sehr viel dazu sagen zum sinnvollen Einsatz von räumlichen Indizes. Es ist nämlich unglücklich, alle Daten in einem OSM-File mit einem R-Tree oder so zu indizieren. Da müsste man zuerst einmal anders filtern und dann räumliche Indizes machen, in der Regel, würde ich meinen. Aber da könnte man viel diskutieren. Diesen Bounding-Box-Index, wie wir ihn aus dem PBF-Format kennen, den einmal zu probieren, wäre, glaube ich, der nächste Schritt. Okay. Lonlat, also die Angabe der geografischen Koordinaten in 8 Byte, geht das verlustfrei oder hat man da einen Verlust an Koordinatengenauigkeit? Schöne Frage, das ist ein bisschen ein Geheimwissen. Ja, die OSM-Datenbank speichert die Lonlat-Werte mit 2x4 Byte. Habe ich unter anderem vor vielen Jahren einmal vom Jochen in einem Vortrag gehört. Ja, und wenn man sich das Datenmodell anschaut, wir speichern tatsächlich 2x4 Byte für die Longlat intern. Das schaut dann nach außen so float-mäßig aus, aber eigentlich ist das verlustfrei, ja. Also auch im PBF-Format ist es so gespeichert. Und wenn sich die Daten ändern, bedeutet das die Erstellung einer neuen Flatmap-Datei? Wie gesagt, aktuell arbeite ich so. Das schmerzt mich aber auch selber und ich würde gern den Schritt zur inkrementellen Updates würde ich gern machen. Also wenn da Interesse besteht und das quasi ein Open Source Format wird und so wäre, das würde man das sicher bald machen. Das würde den Datentransfer auch dramatisch vermindern und verbessern, ja. Wäre es möglich, nur einen externen Index mit ähnlichem Inhalt wie Flatmap zum Planet-File PBF hinzuzufügen? Ja, also mir sind natürlich viele Ideen eingefallen, wie man das PBF-Format retten könnte, nämlich unter anderem durch so einen Index. Es bleiben aber dann, also man könnte das sehr einfach, sehr stark verbessern, das PBF-Format. Die Frage ist aber, ob man nicht sagt, es hat sich jetzt so viel getan, vor allem im Hinblick auf die Datenmenge der OSM-Daten, weil die Mapper so fleißig sind. Und ich denke, man sollte eher andenken, zumal wir auch diese Locations-on-Waste-Diskussion haben,
da jetzt ein neues, effizienteres Datenformat haben. Also man kann PBF retten und wesentlich effizienter machen. Die Frage ist aber, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, weil dieses Format wesentlich einfacher ist als das PBF-Format. Das muss man auch sagen. Das kann man viel einfacher implementieren. Man hat nicht die Notwendigkeit, eine ZIP-Library einzubinden, eine Protocol-Buffer-Library. Das sind ganz einfache Strukturen, die hier sind. Also man kann es retten, ist die Frage aber, ob man es will. Inwieweit funktioniert das mit History-Daten? Mit History-Daten funktioniert es gar nicht. Es fehlen auch die Metadaten. Also wenn das von Relevanz ist, ich glaube aber History-Daten sind out of scope. Aber wenn das relevant ist, gern in den Issues-Diskussionen in dem Repository eintüten, kann man sich über alles überlegen. Ich selbst habe mit History keine Notwendigkeit gehabt. Bis jetzt könnte sich aber ändern. Und deswegen war das für mich kein Thema. Interessantes Thema müsste ich mir anschauen. In welchen Kontexten benutzt du das Format bisher? Auch im produktiven Einsatz? Ich verwende das quasi im produktiven Einsatz, ja, kann man sagen. Es ist die Entwicklung eines Prototyps, wo das produktiv zum Einsatz kommt. Und ich mache alle Datenanalysen und alle Queries mit diesem File. Also ich habe noch nie die Notwendigkeit gehabt, eine SQLite oder eine PostGIS zu befüttern mit dem PBF-Format. Und wenn ich spezielle Indizes brauche, dann erstelle ich mir die lokal als eigenes Binärformat. Also zum Beispiel habe ich auch eine R3-Implementierung, die ich verwende, wenn ich einen räumlichen Index mache. Aber da fülle ich nicht die ganze OSM-Daten rein, sondern das ist dann eine Auswahl, zum Beispiel die Restaurants oder so. Und die letzte Frage, gibt es Überlegungen, einige nicht anwendungsfallspezifische Verbesserungen in eine nächste Version von OSM.pbf einfließen zu lassen? Pardon, wie war die Frage noch einmal? Gibt es Überlegungen, einige nicht anwendungsfallspezifische Verbesserungen in eine nächste Version von OSM.pbf einfließen zu lassen? Ich glaube, ich bin nicht der Hüter des PBF-Formats. Also ich stehe gern zur Verfügung zur Diskussion, um das PBF-Format zu verbessern. Das würde mir wie allen sehr helfen. Aber da müsste man die Community am OSM-Samstag fragen, glaube ich. Dann kommen wir zum Schluss der Session. Ich danke allen Vortragenden ganz herzlich für ihre Beiträge.